In diesem Video spreche ich ein wenig über den Diet 11 von Brooks. Ein sehr interessanter Laufschuh, weil er in der Sohle zwei Pads hat, die ich so in all meinen Laufschuhtests noch nicht erlebt habe. Und in diesem Sinne, bevor ich über dieses Modell berichte und vor allem auch über die Stärken ein wenig was sagen möchte, ganz kurzer Hinweis, relativ wichtig. Ich hatte in den letzten Wochen und Monaten über 80 Laufschuhe an den Füßen und habe dazu bereits ein Video abgedreht, wo ich über die besten Modelle spreche, wo ich auch über Schuhe spreche, die mir nicht so gut gefallen haben. Das bedeutet, wenn du aktuell sowieso nach Laufschuhen suchst, schau dir mal den ersten Link in der Videobeschreibung an. Ich kann dir garantieren, du wirst fündig, du wirst dort Laufschuhe für dein Vorhaben finden. Bleib mir aber gerne hier nochmal erhalten, denn in diesem Video widme ich mich ausschließlich dem Diet und stelle ihn natürlich in sinnhafte Vergleiche, sodass du verstehst, welcher Schuh unter den sehr ähnlich ausfallenden Modellen dir wahrscheinlich am besten passen könnte. Der Diet ist ein Stabilschuh mit einem Element bzw. mit Einheiten, die ich so bei Brooks eigentlich nicht kannte. Ich hatte mir 12 Laufschuhe von Brooks bestellt. Ich hatte hier unter anderem den extremst leichten Pure Flow an den Füßen. Ich hatte das Launch-Modell, mit dem ich heute sehr gerne laufe. Und in dieser Hinsicht ganz wichtig der Hinweis: eigentlich bin ich nicht die Zielgruppe dieses Modells, des Diets hier, denn der Diet ist wie gesagt ein stabilisierendes Modell, das heißt für Menschen, die nach innen oder auch nach außen sinken, quasi Supination, Überpronation, da kann dieses Modell Sinn machen und auch helfen, denn er stabilisiert den Fuß und hindert ihn daran, irgendwie abzusinken, und den Job macht er verdammt gut. Das ist aber auch das Problem für mich gewesen. Ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten in dem Schuh. Für mich war er insgesamt zu stabil. Ich bin eigentlich Riesenfan all der unterschiedlichen Stabilisationseinheiten und Mechanismen. ASICS hat das Duomax-System. Brooks hat eigentlich diese Guide Rails hier, wie wir das im Transcend sehen, auf der Innenseite. Der Diet hat sie eben nicht. Und das macht ihn irgendwo auch besonders. Dieses Modell hier wirkt dadurch insgesamt stabiler und hat mich auch irgendwo an einige ASICS-Modelle erinnert. Lustigerweise hatte ich, genau als ich diesen Schuh hier getestet hatte, zwei Personen am gleichen Tag in diesem Schuh gesehen. Also sowas hatte ich noch nie, vor allem weil dieses Modell, ich hatte es gefühlt vorher noch nie gesehen. Das hat mich sehr überrascht, muss ich sagen. Diese Pads funktionieren sehr gut, gestalten den Schuh aber vor allem in seitlicher Bewegung beim Laufen relativ steif. Dadurch hast du eigentlich nur die Möglichkeit, gerade abzurollen. Und empfehlen möchte ich ihn natürlich in erster Linie starken Überpronatoren. Du musst ihn aber erstmal testen. Ganz, ganz wichtig, du musst schauen, ob dieser Schuh nicht sogar Schmerzen verursacht. Bei der Überpronation ist es so eine Sache, man muss da ein bisschen vorsichtiger sein, man muss sich durchtesten. Und vergleichen möchte ich den Schuh zum Beispiel mit dem Brooks Beast 20, so rum. Beide Schuhe sind für die starken Überpronatoren die erste Wahl meiner Meinung nach. Richtig, richtig starke Stabilisation auch hier. Und hier haben wir wieder die Guide Rails. Hier haben wir einen Schuh, der vor allem für schwere Personen geeignet ist. Der Diet auch, aber mir hat der Beast hier ein bisschen besser in Sachen Dämpfung gefallen. Die hat einfach ein bisschen Weichheit in sich, ein bisschen mehr Weichheit in sich. Nicht ganz so direkt wie der Diet. Und deswegen für schwere Personen, die überpronieren, meine Empfehlung, dieses Modell ruhig auch einfach als Laufschuh zu nutzen, den Beast 20 hier. Und wenn du sagst, ganz ehrlich, ich suche einen Schuh, der richtig gut sitzt und den möchte ich im Alltag nutzen, eher als Freizeitschuh, dann könnte der hier meiner Meinung nach eher empfehlenswert sein. Wirklich. Fürs Laufen war der mir ein bisschen zu direkt und insgesamt einfach im Vergleich mit all den anderen Laufschuhen eher im hinteren Mittelfeld, um es einfach so auszudrücken. An dieser Stelle runde ich das ganze Review ab. Du kannst mir sehr, sehr gerne einen Kommentar hinterlassen, wie du den Schuh findest, wie du auch den Brooks Beast findest, so rum. Und ich würde sagen, du springst gleich direkt mal zum anderen Video, schaust dir dort dieses große Review an, wo du noch viel mehr Schuhe, auch aus dem Stabilschuhsegment, sehen wirst. Und dann kannst du dich entscheiden, ob du den Diet haben möchtest oder den Beast oder ASICS, Nike, New Balance, was auch immer. Mein Name ist Philipp, hinterlass uns super gerne ein Abo, ich würde mich mega drüber freuen. In dem Sinne, mach's gut und hau rein.